Also 1340 ist hier. Da kommen wir gerade in das Dungeon rein. Da sind wir immer noch nicht bei denen hier. Ja? Obwohl das nur 1340er Items sind. Da muss man echt aufpassen, wie ist da am besten der Weg dahin. Und da gebe ich euch jetzt mal gerade einen kleinen Guide für. Ja, es gibt hier so einen Guide, der zeigt das so ein bisschen. Ist auch auf Deutsch. Das ist von der Lost Ark vor Fansites.de. So. Ich poste den mal hier in Chat. Und das ist jetzt so der Endgame Guide. Ja, wie komme ich jetzt auf 1370? Und zum Beispiel von 1302 bis 1325, wo ich jetzt bin, steht da halt, wir upgraden unsere seltene Ausrüstung, also die blaue hier, die wir hier gekriegt haben. Von Item Level 302 bis 1325 mit Upgrade-Material. Achtung, wir können unsere seltene Ausrüstung auch gleich bis 1370, also bis hier, upgraden und somit den nächsten Schritt überspringen. Ja, also, aber dann kostet es viel Gold, habt ihr ja gesehen. Oder ab einem Gearscore von 1325, was wir jetzt hier sind, können wir Chaos Dungeon Tür 2 laufen. Dort holen wir uns wieder 1302er Items und die machen wir auf 1325. Ja, auch wieder mit Upgrade-Materialien. Dann kann man Rohstoffe sammeln. Also man kann das ja nachlesen, was da auf der Seite steht, ja. Dann können wir die Sachen zerlegen und upgraden und irgendwann dann von 1340 diese Rüstung hier upgraden. Also, das ist halt einfach der Punkt, ne? Das sind diese Items. Und wenn wir jetzt hier in den Wächter Raid gucken, ist das ja auch so. Ne, hier den 1340er kann ich jetzt noch nicht laufen. Ja, da droppen auch wieder nur die Items in Schmuck. Ja, hier droppt ja gar keine Klamotten. Und da muss man einfach überlegen, wo kriege ich Schmuck, wo kriege ich Items. Und wir versuchen noch hier den Raid jetzt. Ja, ich bin jetzt 1325, also den müssten wir locker schaffen. Schauen wir mal, was wir da rausholen können, weil da kann ich nur zwei Wächter sehen heute machen. Ne? Also Raid ist noch nicht durch. Und da gibt es natürlich noch Abgrund-Dungeons. Die bringen auch Gold, was wir brauchen. Ne? Ja, aber da ist das Zugangslimit diese Woche überschritten bei dem einen. Hier kann ich aber noch rein. Hier bringe ich es aber nicht mehr hin, da kriege ich kein Gold. Also macht es mehr hier Sinn. Hier müsste ich eigentlich jetzt nochmal rein. Ja, in dieses Meer der Trägheit. Da kriege ich auch noch Gold raus. Nur die Items sind langweilig, weil die geben halt das... Ihr seht das hier. Gegenstand Stufe 2, aber ja, ich kann sonst nirgendwo rein. Oder ich gehe hier in das 1325er, jetzt was ich mir gerade freigeschaltet habe. Und kann hier schon mal lila Schmuck rausholen. Ja, Arias Auge, Brunnen von Orea, das hier ist das Dungeon von Punica. Und das habe ich gerade durch die 1325 freigeschaltet. Da würde ich jetzt auch Gold rauskriegen. Macht also Sinn, da auch mal reinzugehen. Ihr merkt also schon, man muss sich so ein bisschen mit den verschiedenen Dungeon-Arten, Dungeon-Stufen beschäftigen, sobald man so hoch ist. So. Dann gucken wir doch mal, wo ist er denn? Keiner weiß, wo er ist. Ah doch, da hat einer Leuchtfeuer. Und da ist er, okay. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schaffen, ja. Ich bin zwar jetzt dann doch wieder 23 Itemstufen höher. Aber ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie besonders schwieriger geworden sind, die Wächter. Hab's gefunden, dank dir. Bin im Endgame. Bis im Endgame dauert's noch, ja. Hier, du meintest das hier, ne? Flinkheit, Zähigkeit, Kompetenz und diese alle. Das sind diese Bonuseffekte. Und ja, genau, da musst du einfach mal genauer hingucken. Ja, da ist ja extra, da steht ja extra drauf, was wichtig ist. Ja, also bei mir ist es Flinkheit und ich glaube Crit. Ich soll schnell und kritisch zaubern. So hieß es bei mir beim Zauberer, bei der Zauberin. Da habe ich mich drauf konzentriert gehabt. So, und jetzt sind wir beim Wächter. Aber nur bei den Klasse 2, Gegenstand Stufe 2 Items. Jetzt hier bei 3 habe ich mich noch nicht konzentriert.
Müsste ich mich aber eigentlich auch, ja, wenn ich jetzt hier so schwierige Dungeons laufe oder einen Westerraid laufe, sollte man natürlich auch optimale Rüstung haben. Und nicht einfach so auf gut Glück reingehen. Schade, habe ich den gemacht. Den haben wir aber ganz schön reingerumst hier. Ich glaube, so viel Schaden habe ich noch nie gemacht. 1 Million. Und voll daneben. Auch schön. Jetzt läuft der wieder. Ah, ich treffe ihn aber noch. Ich muss immer gucken, ob ich noch Platz habe. Nicht, dass ich keinen Platz mehr habe im Gepäck. Ich muss echt mein Gepäck gleich mal aufräumen. Meine ganzen Gegenstandslevel 2 Sachen kaputt machen und wegschmeißen und so weiter. So, hier haben wir natürlich wieder das Problem. 3 Leben für die ganze Gruppe. Da haut er mich voll um. 3 Leben für die ganze Gruppe. Zeit. Und maximal 7 Mal Lebenstrank. Und ich habe ihn den schon 3 Mal gebraucht. Eieiei. Oh, 897 Schaden, aber auch wieder schön. Ah, ich habe da schon jetzt ein paar Millionen Schaden drauf gehauen, aber... Ob es reicht, man weiß es nicht. Man sieht ja bei den Wächtern nie, wie viel Leben die haben. Na, und ich hänge echt fest bei dem oft. Da geht er. Mhm. Da ist er wieder. Oh, das war knapp. So, rufe ich einfach mal ein paar Wächter hier von mir. Der erste ist schon tot hier von uns. Den hat es voll erwischt. Mich aber jetzt auch. Boah, was da an Damage rauskommt, du, heftig. So, und damit sind schon 2 Leben aus der Gruppe weg. Alle 3 Leben sind weg. Ja, also, na, jetzt sind wir ein bisschen schwieriger unterwegs. Nicht weg. Alter Schwede. Ich bin immer gestunt. Ich kann gar nichts machen. Ich konnte nichts machen. Der hatte mich die ganze Zeit auf dem Kicker. Der hat mich hochgeworfen. Der hat mich geschlagen. Der hat mich gestunt. Ich konnte gar nichts machen. 0,0. Ich habe mich einfach nur von dem extrem hart verhauen lassen. Ich wollte schon was anderes sagen, aber... Alter, das war jetzt totaler Müll. Mal gucken, ob die 3 das jetzt noch schaffen. Da war was. Alles über gepanzerten Nakrisar, Fortschritt 1. Die haben irgendwas von dem abgeschlagen. Boah. Ja, ich bin auf jeden Fall schon total im Müll. Müssen wir hoffen, dass die es schaffen. Wenn die es schaffen, kriege ich natürlich auch die Belohnung. Bis ich im Endgame bin, dauert es doch ein bisschen. Bin gerade Level 145 vom Item-Level. Ja, da hast du noch Zeit. Da kannst du dich noch viel mit den Gebieten beschäftigen, mit der Storyline, mit Beziehungen, mit Schiffen, mit Inseln. Das dauert noch. Da hast du recht. Da wirst du noch einige Kontinente erkunden können.
Aber ich muss auch immer mal wieder zurück für ein paar Abenteuer verlieren Sachen. Habe ich auch immer noch ein bisschen was zu erledigen. So, die sind auf jeden Fall immer so intelligent, dass die weiter wegbleiben von dem Vieh. Ich war einfach immer viel zu nah dran. Also bei dem hat es Sinn gemacht, nicht in seinen Areas zu bleiben. Da war ich nicht fit genug in der Richtung. Ja, die sind einmal schon relativ weit weg hier, die anderen Spieler. Bei jedem Hüpfer und jedem Schlag, den der macht, bleiben die nicht so in der Nähe wie ich. Also es läuft, ja. Die Bardin ist ja auch hier heftig am Musizieren. Ah, die Todesklinge versucht auch ein bisschen was, aber da liegt auch schon die Scharfschützin im Dreck. Die Bardin und die Todesklinge. Was schaffen die beiden noch so? Die kommen übrigens vom Server Zinnerwale. Der hier vom Server Trixion und ich komme vom Server Asta. Man sieht also, wir sind hier verschiedene Server zusammengemixt. Und jetzt steht nur noch die Todesklinge. So schwer kann es sein. Ja, man muss auch mal einen Raid sehen, der nicht funktioniert. Die letzten, die ich hier immer gestreamt habe, die haben wir immer geschafft. Aber nein. Jetzt sind wir doch bei Raid-Bossen, Raid Stufe 5, da wird es nicht mehr ganz so einfach. Tja, nur vom Weglaufen geht der Raid natürlich gar nicht weiter. Ne? Also, was bringt es, dass eine Todesklinge jetzt hier wegrennt? Ja, hat gar keinen Sinn. Darum werden wir den Raid beenden. Die hätte sich jetzt einfach auch ein bisschen killen lassen können und nochmal ein, zwei Schaden machen können, aber nein. Läuft halt weg, dauert ewig. Gut, hoffen wir mal, dass der Dritte auch noch sagt, Dankeschön, auf Wiedersehen. Jawohl, Dankeschön, auf Wiedersehen. Das war's. Da brauchen wir auch nicht neu einzutreten. Man hat gesehen, die Gruppe, die schafft das nicht. Die war nicht wirklich fit. Die Bardin war schon vor mir tot und dann sind sie alle nochmal dreimal umgefallen und das ging einfach viel zu schnell. Heißt, die Gruppe war ein bisschen schwach. Ja, ich war ja auch dabei. Macht dann ja Sinn, ne? Mhm. Okay, wir gehen zum nächsten Gebiet, wo... Ah ne, die Quest hier. Machen wir weiter erstmal hier unten. Alles, was hier unten erstmal ist, in Lila. Moment, haben wir alle Items verbessert? Ja, komm. Itemverbesserung machen wir demnächst, wenn wir den Raid wieder haben und wenn wir morgen das Chaos Dungeon durchlaufen können. Aber hier, das ganze Zeug muss ich jetzt gerade mal ein bisschen verarzten. So. Also meine Juwelen meine ich damit. Und dann weiter Heiltränke. So. Dann wieder die blauen Sachen zerlegen. Geht auch gerade nicht. So. Die Karte einlesen. Ich muss einfach ein bisschen Platz schaffen, ja. Wir haben einfach zu viel Krimskrams hier. Die Ansprungsteine lasse ich gerade noch. Die packe ich gerade nochmal in die Bank zurück. So. Die Kiste machen wir später. Das Pulver machen wir später. Ihr merkt schon, ne? Jetzt bin ich ein bisschen am Koordinieren, weil ich hier so aufräumen muss. So. Die Dinger hier, Zerstörungssteine, brauche ich nicht mehr. Kristallisierte Steine sind allerdings wichtig. So. Der auch. Ja, die
Sprung ist sensi. So. Die ganzen Items brauche ich auch nicht mehr hier, die ganzen. So, jetzt machen wir mal die ganzen Juwelen klar hier. Jetzt sind wir ja auf Gegenstand Stufe 3. Jetzt lassen wir die auch nicht mehr hier die ganze Zeit im Gepäck. Und ihr seht, ich habe hier auch ganz viele Koch-Items, ne? Also ihr könnt euch schon vorstellen, was ich als nächstes vorhabe. Genau. Ich möchte mehr kochen. Hahaha. Nee, ich möchte einfach die Kochsachen erledigen in den verschiedenen Gebieten. Darum habe ich die schon alle ins Gepäck gezogen. Nimmt viel Platz weg, ja, aber die Koch-Items sind demnächst mein Hauptaugenmerk. Für ein Abenteuer vor die Hand. So. Ja, wir sind gerade am Aufräumen. Jawohl. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, könnte ich das Ding verkaufen, oder? Krisenmanagement Gravuranleitung. Wenn du tödlichen Schaden erleidest, wirst du 3 Sekunden lang unverwundbar und regenerierst 50% des in dieser Zeit erlittenen Schaden. Ja, aber mach ich das denn? Diese Gravuranleitung habe ich noch nicht mal in grün fertig. Lasst mal gucken. Was bringt die denn so an Knete? Nur 15 Gold? Was? Ja, die will halt keiner, die Gravuranleitung. Es will ja keiner sterben. Ja, oder? Will die einer in grün? Ja, in grün will der auch einer für 8 Gold. Aber ich hätte jetzt mehr gedacht als 15 Gold für das Ding. Tja, keine Ahnung. Also, bis ich das 20 Mal habe, dann das nochmal 20 Mal, das nochmal 20 Mal. Ne, wir verkaufen das Ding. Das wird nix. Ah, 5. Na komm. Können wir auch ins Gepäck packen. Wir warten dann einfach mal aufs Gepäck. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit den Juwelen machen. Ups, Moment, falsch. Hier hin. Jetzt langsam werde ich voll. Da muss ich aber mal langsam was dran tun. So. Das habe ich aber langsam viele Kostüme und all so ein Kram auch. Ist langsam doch was viel. So, das sind nämlich meine ganzen Bücher, die ich noch einlesen muss, wenn ich erstmal die Grünen davon fertig habe. Ich habe die Grünen noch lange nicht fertig. Und bei den Lilanen brauche ich halt erst auch mal die Blauen dann auch noch. Oh Gott, oh Gott. Okay, das wird ja ewig dauern. Ich bräuchte echt nur ein drittes Postfach hier. Einmal für so Kostüme, dann für so Verbesserungs-Items und dann so für so Krimskrams. So hier für Sammelsachen und so. Hier sind nämlich auch noch Kostüme. Puh, heftig. Okay, ich komme nicht mehr klar gerade. Jetzt gucken wir uns mal die Juwelen an, die wir so haben. So, hier sind meine Juwelen. Und das ist jetzt eigentlich so Explosion, Abklingzeit 14%. Ja? Minus 14%. Dann wird die Abklingzeit schneller sein. Aber da ich Explosion nicht benutze, ist der nicht mein Ding. Ja? Also ihr seht das hier, Feuer, Energieladung, Rauerei, Pfeil, die benutze ich. Inferno, Gravitation, Eisdusche und Weltuntergang. Und das sind dann immer die, Blitzstrudel benutze ich nicht, Explosion benutze ich nicht. Das hier sind die für Gegenstand Stufe 2, die will ich nicht mehr. Ja, das ist halt auch dann der Punkt. Ja, hier, Eligias Berührung benutze ich nicht. Gravitationsumkehr, den benutze ich. Ja, du hast Juwelen, allen verfügbaren Juwelen an einem Platz und da muss ich jetzt genau gucken. Gravitationsumkehr, wo ist der, den ich schon habe? Muss man hier einfach gucken. Da. Ja, der gibt jetzt gerade 12% mehr Schaden. Den ich jetzt hier habe, gibt 8% weniger, schnellere Abklingzeit. Ja?
So, den könnte ich jetzt zwar austauschen, aber ich muss ehrlich sagen, 12% mehr Schaden finde ich schon noch im Moment geiler. Ne? So, dann Eisdusche plus 6% Schaden behalte ich auch erstmal. Also im Moment sind die, die hier sind, einfach nicht so mein Ding. So, dann gucken wir noch. Der geht darüber, der geht darüber, der auch. Der auch. Die Items mache ich gleich alle kaputt. Das auch. Das hier kommt dann da unten hin. Ne, das kommt wieder ins Gepäck. Das kommt, wird verkauft. Ah, ja, ja. Die kommen da unten. So. Ja, jetzt langsam lichtet sich das ganze Ding hier. Okay. Eigentlich gehört der da unten noch dazu. So. So, das wird verkauft und das wird weggetan. Okay. Was ein Theater. Also die Handelbaren könnte ich dann auch wieder an andere Leute weitergeben, aber erstmal muss ich natürlich mein Item-Level verstärken. Opa Rainer pennt ein. Ja, ich auch. Ich muss nur leider erstmal im Moment sortieren, Opa Rainer. Tut mir leid, auch für dich, aber eher für mich, weil ich das hier das Ganze am Machen bin. Ich finde das viel schlimmer, dass ich das jetzt hier machen muss, als dass du zugucken musst. Das Machen ist nämlich noch viel ätzender, als das nur zugucken. Ehrlich gesagt. So. Und die sind wichtig. Ja, die brauchen wir gerade nicht. Okay. So, jetzt müssen wir zum Juwelen-Schleiftypen Heinz Willi. Und der muss dann umschleifen. Machen wir, wenn wir hier mit dem hier gequatscht haben. Priester Veno. Chaos. Wo wird es enden? Ratgeber in Richtung Macht. Willkommen, mein Name ist Veno und ich bin der entsandte Priester des Heiligen Reichs von Sakria. Du bist bestimmt Gariano und wirst uns zur Thronspitze begleiten. Habe ich recht? Stimmt, ich hörte, du brauchst es Hilfe. Puh, endlich habe ich dich gefunden. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet, Gariane. Lass mich die aktuelle Situation erklären. Erfahre von Priester Veno mehr über die Thronspitze. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Die Sakria-Priester wurden entsandt, um das Wachstum der Thronspitze zu stoppen. Erfahre mehr über die Thronspitze und teile gemeinsam die Dämonen auf. Die Sakria haben das Chaos verfolgt, das sich schon seit langer Zeit in Arkesia aufhält. Kürzlich haben wir mit Hilfe der Weisen von Voldis entdeckt, dass sich die Dimensionsresonanz verstärkt. Hast du vielleicht vom Dämonenturm gehört? Ich kenne ein paar Anführer. Dann ist es einfacher, unsere Situation zu erklären. Also wir haben ja ein paar Generäle von den Dämonen schon gesehen. Der Dämonenturm ist die Säule, die Petrania verbindet. Eine verzerrte Dimension, die fehl am Platz ist, wurde in Arkesia aufgrund der Resonanz zwischen Petrania und dem Turm geschaffen. Das Heilige Reich von Sakria hat bestätigt, dass die Dämonen durch diese verzerrte Dimension eindringen. Wir nannten den Ort Thronspitze. Die Dämonen dringen ein? Das stimmt. Wir können ihn mit der göttlichen Barriere kaum verteidigen. Aber im Inneren der Thronspitze ist es noch viel schlimmer. Der Pfad nach Petrania wird immer größer und umschließt Arkesia. Die Priester und heiligen Ritter der Heiligen Reichs von Sakria geben ihr Bestes, aber uns gehen die Vorräte aus. Bei diesem Tempo werden wir große Verluste durch die Dämonen erleiden. Bitte, könntest du uns beim Kämpfen unterstützen? So, und da haben wir wieder eine neue Missionssache. Ja, kannst uns beim Kämpfen unterstützen, Thronspitze, und da sind wir. Ja, hier. Du kannst die Thronspitze nun betreten. Besiege die Dämonen, die aus der Thronspitze strömen, und verteidige Arkesia. So, das war also ein kleines Ratgeberteil für dieses Dungeon hier. Ja, Thronspitze freigeschaltet. Und das ist jetzt mal wieder was anderes. Ja, Phase 1, Phase 2. Ihr seht auch hier mal wieder was komplett anderes. Ja, nämlich den nächsten Turm, den man beklettern kann. Hier sieht man den nicht. Ah, das ist ein Abgrund-Raid und Legions-Raid.
Und das hier sind diese Türme, die im Spiel sind. Ja, es gibt ja hier den normalen Turm. Ja, da habe ich alle 50 Stufen schon bis Itemstufe 540 geschafft. Dann gibt es hier den Turm des Schicksals. Der geht bis Itemstufe, zack, Moment, 1040 hoch. Den habe ich noch nicht geschafft. Ja, da ist noch ein Schloss dran. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, müsste ich noch machen. Und dann gibt es halt hier den Würfel. Ja, Elitewürfel habe ich auch noch nicht gemacht, den Elitewürfel. Den Dimensionswürfel hatte ich noch nie ein Zugangsticket zu. Habe ich auch noch nicht gemacht. Dann gibt es hier den Bossrausch. Ja, das ist auch mal was. Ja, gegen Bosse kämpfen und dann umso mehr Stufen man schafft, umso mehr kriegt man hier von diesen Kisten. Habe ich schon einmal gelaufen, die Halle der Stille, aber mittlerweile ist Halle der Sonne freigeschaltet. Ja, habe ich auch schon zwei Zugangstickets für. Also auch da gibt es Meisterstücke, Sammelitems und so drin. Das muss ich auf jeden Fall noch laufen. 1302 bin ich ja gerade erst geworden. Werdet also auch demnächst hier noch sehen. So, und jetzt statt diesen Turm hier, den normalen Turm, gibt es jetzt halt diese Turm. Thronspitze. Und da gehen wir jetzt mal rein. Wir gucken jetzt mal Phase 1. Ratgeber ist abgeschlossen. 1325 haben wir geschafft. Und benötige Spieler einen. Tüde, mal gucken, wie gut wir durch die Thronspitze kommen. Ui, jui, jui. Ob das mal gut geht. Bin schwer gespannt, was hier passiert. Auf jeden Fall hier ein Dämonenreich, ne? Und wir tun unser Bestes. Oh, bis jetzt sieht's gut aus. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das dauert. Ich kann euch nicht sagen, was hier alles passiert, weil das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir in Phase 1 sind und hier einfach nur Dämonenwellen auf uns warten. Ja, ich kann aber so viele Heiltränke nehmen, wie ich will, wie es aussieht. Portal konnte durchbrochen werden. Hier gibt es auch keine Karte, keine Map. Wir müssten einfach mal gucken, wo wir landen, wenn wir hier am Ende ankommen. Okay, der Zauber war jetzt ein bisschen übertrieben hier. Ich gehe mal weiter rein, das ist ein bisschen klein hier alles, was hier so ist. Dauert immer zu lange, jede einzelne Welle alleine zu machen. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Portale durchbrechen wir hier, aber wie viele es sind, ob 4, 25 oder 3 Portale, sieht man auch nicht so wirklich, ne? Ich bin mal gespannt, was wir gleich da Schickes rauskriegen, wenn wir das hier geschafft haben. Der Wächter-Raid steht noch immer offen, ne? Also wir müssen den immer noch schaffen. Nur weil ich da eben drin war, heißt es nicht, dass das alles gut ist. Genauso müssen wir noch diese Abgrund-Dungeons machen für das Gold. Oder wir questen. Ich frage jetzt gleich mal nach. Kann ich deine Gilde auch, wenn ich niedriger bin, sagt Not Juicy. Danke, dass du das markiert hast, Operan. Das hatte ich gerade nicht mitbekommen durch das Dungeon hier. Ich muss mal gucken. Eigentlich, du hast doch gesagt 125 oder so bist du, ne? Ich glaube, unsere
kleinste Stufe ist 80 oder so. Theoretisch kannst du da schon rein. Ich wollte halt nur nicht, dass die 50er, die gerade anfangen, mit dem Item-Level hier schon in die Gilde können. Also die Bots. Darum gibt es eine kleine Stufengrenze. Aber ich guck mal, wie sie ist. Moment. Nach dem Dungeon. Bitte kurz mit Zeit lassen hier. Ja, ich versuche wenigstens bis zu dieser Phase 1 mal abzuschließen. Ich habe ja gesehen, es gibt mehrere Phasen. Wir machen jetzt auch nicht Phase 2, 3, 4 oder so, sondern ich möchte einfach mal die Phase 1 beenden. Habe ich das mal gemacht. Sieht so ein bisschen relativ einfach gestrickt aus, dieses Dungeon. Ja. Viele, viele Wellen der Mond, würde ich mal sagen. Wie viele Dämonen es gibt, ne? Heftig, oder? Wie viele Millionen Dämonen ich hier im Spiel bestimmt schon gekillt habe. Ich habe gleich keine Zeit mehr, die 1.25 ist gleich vorbei. Aha. Jetzt scheine ich mich aber auch langsam dem Ende zu nähern, oder? Ja, sieht so aus. Upsi. Ja, ich muss mich aber wirklich beeilen. Ja, guck mal, wie viel Leben der hat und wie lang die Zeit noch ist. Ich habe nur noch eine Minute Zeit, um den zu killen. Das wird eng. Das wird nichts. Krass. Also die Zeit ist hier das Problem. Krass. Hier in der Moment. Also hier ist nicht das Problem, dass ich jetzt mich immer wieder hochheilen konnte, sondern dass wir einfach keine Zeit haben, den zu killen. Da muss mehr Damage kommen. Krass. Ich hätte schneller durchkämpfen müssen. What the fish? Okay. Ich war zwar beim Boss, aber ich habe mir zwischendurch zu viel Zeit gelassen, zu viel geredet, zu viel einzeln die Mobs weggekillt, jede einzelne kleine Welle weggehauen, statt die zusammenzuziehen. Ja, also es war jetzt eine Minute zu wenig, die ich hatte für den Endboss. Faszinierend. Okay, jetzt wissen wir, was eine Thronspitze ist. Wir gucken nochmal nach, was das für Belohnung gibt. Ob das wirklich sich lohnt? Ja, das ist wirklich hier die Frage. Und zwar, ja, kristallisierter Wächterschrein. Der nächste gibt sogar Ehrensprungsteine. Danach gibt es sogar hier Zerstörungssteine. Ja, doch, klar. Also, was da rauskommt, ist schon okay. Ne? Das ist schon... lohnt sich schon. Bestwerte erreicht. Ja, nix, ne?
einmal umsonst drin gewesen. Ach nee, ich mag so Sachen nicht, wenn ich umsonst reinlaufe. Okay, aber jetzt. Not Juicy hat nach der Gilde gefragt, wenn er noch niedrig ist. Gucken wir mal. Was sagt die Gilde denn bezüglich des Item-Levels? Und zwar. Mindestgegenstand Stufe 80. Die müsstest du aber haben. Du hast ja von 125 oder so gesprochen. Oder 145. Du kannst eigentlich eintreten. Müsstest du theoretisch nur bei Gilden suchen nach Metatrons Nexus. Oder du sagst mir einfach deinen Namen. Dann kann ich dir auch eine Einladung schicken. Dann lade ich dich gerne ein. Wir haben ja noch Platz. So, sollen wir nochmal durch die Thronspitze in schnell laufen? Puh. Einmal, oder? Es gibt so viele verschiedene Raids hier. Abgrund-Dungeon könnten wir auch noch mal eins laufen, oder? Das hier. Und Juicy ist der Gilde beigetreten. Willkommen in der Gilde. Schön, dass du dabei bist. Willkommen. Und für dich zur Info, ich kann dich nicht höher stufen. Du bist jetzt einfach erstmal so ein erstes Mitglied. Ja, so, das nennt sich hier neues Mitglied. Da bist du, guck, mit 145 in der Gilde gerade in Burgloterra. Und irgendwann wird das neue Mitglied nach 2 oder 3 Tagen zum normalen Gildenmitglied. Also nicht wundern, das kann ich nicht manuell selber verändern als Gildenleiter. Ist das einem nicht erlaubt. So, wir wollen die 1340 als Item-Level bekommen. Und wollen Quests weiter erledigen. Und Beziehungssachen. Wir machen jetzt nicht weiter mit dem Dungeon. Wir gehen jetzt hier zu diesen ganzen Beziehungssachen und Quests. Ja. Wir müssen ja auch diese Insel fertig kriegen. Alle Quests erledigt kriegen, alle Beziehungssachen erledigt kriegen. Auch hier ist der Abenteuerfoliant wichtig. Ja, morgen ist wieder Chaos Dungeon angesagt. Aber jetzt gucken wir mal, was das Meer der Trägheit ist. 8 Spieler, ja, also schon ein richtiger großer Raid hier jetzt. Nicht mehr so easy peasy Krimskrams mit 4er-Gruppen, sondern 8er-Gruppen. Ja, aber 960 Itemstufen wenigstens müsste ich theoretisch mitlaufen können. Wo sind wir jetzt? Sei vorsichtig. Rechne mit dem Schlimmsten. Hört, verliert nicht den Kopf. Tja, da haben wir nochmal einen Unterwasser-Dungeon. Bei Elder Scrolls macht es gerade voll so die. Wie nennt es sich? Den Hype darum, dass es da jetzt auch einen Unterwasser-Dungeon gibt. Eigentlich läuft man nur durch eine Luftblase durch so eine komische Gegend. Man taucht nicht, so wie hier jetzt. Oder hat irgendwelche Skills im Wasser. Du bist da. Hörst du mich? Ich finde das nicht unter Wasser. Also nicht bei ESO. Hier geht's. Ne? Hier haben wir einen kleinen Film, wie wir tauchen. Folge dem blauen Licht. Das ist schön. Das Tor zum Paradies ist ein Heiligtum. Alaric hat seine Seele gespalten und ihre Fragmente auf mehrere Wächter verteilt.
Wir müssen sie finden. Und da sind wir. Der Anzug, den du da trägst, schützt dich. Und versorgt dich außerdem mit Sauerstoff. Zusätzlich bietet er Sicherheitsfunktionen, die den Träger vor Schaden bewahren sollen. Also wir haben andere Skills, ne? Ihr seht das. Unten in der Ecke. Und meine Gruppe ist Gruppe 2, ja. Ich bin also die rosane Gruppe. Kämpft dich durch, ja, jetzt seht ihr das. Folge dem Pfad und begib dich zu dem Korallendingsbums. Ihr könnt ja mitlesen, steht ja da. Kämpft dich durch die Kräler und Schildkröten, die den Weg blockieren. Ja, also, hier sind wir. Und rosa Gruppe hat es geschafft. Ich muss zuerst den Wächter sprechen. Ich kann ihm begegnen, wenn ich noch etwas geradeaus gehe. So, und jetzt gibt's Action. Ein Tiefsee-Shangri-Ma. Nutze die Absorptionsfunktion des Anzugs. Er kann Macht einlagern, wenn du ein Shangri-Ma bezwingst. Tiefseeräuber, Erfolg abgeschlossen. Wie schön, oder? Was für ein Riesenwächter. Die anderen sind hier schon alle durchgelaufen, ja? Seltsam. Ich kann nicht mit ihnen reden. Alle wollen natürlich, dass ich skippe, aber einmal, auch wenn es gemein ist, Achtung! Möchte ich sehen, was hier passiert. So. Guck, den Hammer an hier, so einen Gummihammer hat der, geil. Geht es dir gut? Ertrinken. Suche nach Luftblasen in der Nähe. Wenn du beginnst. Keine Panik, bleib ruhig. Da muss man zu Luftblasen gehen. Ich war überrascht, dass der Wächter uns angreift. Das ist sehr ungewöhnlich. Also immer wenn man keine Luft mehr hat, muss man zu so Korallen an der Seite. Ist ja auch cool gemacht, ne? Nice. So, da habe ich wieder Luft. Oh ne, was ist das schön? Was für ein cooles Unterwasser-Dungeon, oder? Gefällt mir. Ich kann mich gar nicht an dieses Dungeon auch erinnern irgendwo. Wann habe ich das denn gemacht? Einer fehlt noch.
Irgendwo ist nur einer, jawohl. Der eine ist hier am Ersticken, ne? Der eine, der hier Geren heißt. So, zack. Da haben wir Akam, Wächter der Trägheit, und ich bin wieder völlig sofort eingesponnen, kann mir noch nicht mal angucken. Ach, das ist der Bus jetzt, okay. Mhm. Unbesiegbare Rät, mehr der Trägheit. Das war's schon. Schon tot. So schnell kann's gehen. Und Ende. Oh, wie schön. Also es gab wieder Gold. Darum macht man das. Die Barriere ist geschwächt. Ich kann Alarix Stimme hören. Voll geil, was hier so unter Wasser für eine Welt ist. Schatten ist kein Paradies. Und das war's. Ja, Dungeon ist geschafft. Es gibt kein Paradies? Alaric muss etwas zugestoßen sein. Gehen wir tiefer rein. Gehen wir tiefer rein? Natürlich nicht. Und da haben wir jetzt keine Zeit mehr für, aber es sind alles nur Gegenstands. Stufe 2 Sachen, ne? Also wir sind hier wirklich in einem Dungeon, das noch eine frühere Gegenstandsstufe hat. Ein Glück sieht man nicht, wer diese sorry, jetzt wollte ich hier beide rausloggen. Ein Glück sieht man nicht, wer die Cinematics komplett guckt, sonst würde man nur als Spieler Stress kriegen, wenn man mal die Cinematics das erste Mal sehen will. Ach ja. Ich guck's ja nicht nochmal, aber bis man den Spielern erklärt, ich bin das erste Mal hier drin, ich will mal wissen, was hier los ist. Tja, ist nicht jeder mit einverstanden. Die meisten haben keine Zeit. Okay, da war irgendein ziemlich unter Wasser-Dungeon. Und jetzt können wir nochmal gucken. Abgrund-Dungeon, wir haben es durch, ja, mehr der Trägheit. Startpunkt von Alcarias heiliger Stätte, taucht ein Eindringling auf, beginnt die ruhige See zu erwachen. Was haben wir da für ein schönes Dungeon gerade geschafft? Und das Gold daraus geholt, ja. Also, ich glaube, 50 Gold oder so. Und jetzt könnten wir auch das zweite machen. Stilles Carcosa. Da ist auf jeden Fall ein Schiff unter Wasser. Gibt auch wieder Gold. Aber jetzt machen wir mal weiter Quests. Jetzt kümmern wir uns mal erstmal nicht mehr hier um die Dungeons, ne? Wir werden die auf jeden Fall mal nochmal machen. Ja, weil alle anderen haben wir auch schon mal so besucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht machen möchte, aber die Abgrund-Dungeons machen gerade im Moment ja nichts her. Also die hier nicht. Ne? Wenn dann der Brunnen von Orea, ja, der ist natürlich jetzt so schwer, dass ich da genau mein Item-Level habe. Darum abwarten. Alles ruhig. Ganz ruhig angehen. Erstmal ins Chaos-Dungeon morgen und die lila Items rausholen. So, jetzt gucken wir uns ein bisschen noch die Insel hier an. Ja, wir müssen jetzt einen Abend mit der 1325 leben. Und mit den Juwelen leben wir später auch noch. Artillerist, oh, das ist gut. Da bin ich sogar soweit. Der braucht sogar Lila. Das ist genau das Richtige gedroppt. Ja, was wir mit Wille des Wächters machen können, das muss man auch später alles mal angucken.
Wie gesagt, die Items sind uninteressant gerade. So. Ich habe echt zu wenig Platz, um noch irgendwas Sinnvolles mitzunehmen in der Gegend. So. Wo will ich hin? Zu den beiden Dungeons da. Flamme in meinem Herzen. Fragt den Festivalverantwortlichen nach dem Feuerwerkapparat. Den wollen wir immer noch haben. So. Ich brauche dringend einen Feuerwerkapparat. Ich habe nur gute Ware. Los, such dir was aus. Aha, ich bin froh, dass dir das Leilei-Fest gefällt. Aber gibt es etwas, das du wissen möchtest? Ich möchte ein Feuerwerkapparat. Wie bitte? Der Feuerwerkapparat? Ah, den hatte ich für die Kinder vorbereitet, die Leilei so schön auf der Bühne des Festivals getanzt haben. Brauchst du ihn? Erkläre Hokis Situation. Ah, ich erinnere mich an Hoki. Ich weiß noch, wie er zu schüchtern war, um auf der Bühne zu tanzen. Er, es ist ganz klar eine Sie. Er schlich sich um die Bühne herum, ehe er sich dann anderen Dingen widmete. Ich hatte nicht mehr so viele davon und habe sie nun den Kindern, die auf der Bühne getanzt haben, geschenkt. Also hat Hoki wohl nichts mehr bekommen. Tja, wenn mich Geriane höchstpersönlich darum bittet, wie kann ich dann Nein sagen? Ich habe keinen mehr übrig, aber ich weiß, wie man sie herstellt. Bitte sag ihm, dass man ihn in der Werkstatt der Festung anfertigen kann. So sollte er auch einen für sich bekommen. Ich hoffe, er gefällt Hoki. Ich habe nur gute Ware. Los, such dir was aus. Herzlich willkommen. Das heißt wohl, ich muss in der Festung, was soll ich nun nehmen? Ja, eine dieser Sachen bauen. Wie, die Truhe steht nicht auf der Liste und warum ist sie so schwer? Was ist das? Ah, hast du gesehen, die Truhe hat sich bewegt. Hier geht diese Truhe. Kannst du bitte mal reinsehen? Ah, jetzt kriegen wir wieder Ehrensprungsteine, wieder Aufwertmaterialien für so eine kleine Quest hier. Ist das wieder die Truhe aus Sashire? Da versteckt sich doch immer einer drin. Das sieht vertraut aus. Der ist schon wieder da drin. Ich winke den, weil der ist lustig. Ich kann auch wütend sein, ja? Aber ich winke ihm mal einfach, der da drin ist. Immer treffen wir ihn wieder. Öffne die Truhe. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Jetzt ist es ein Mann. Aua, das ist so hell. Sprich mit dem schlafenden Mann. Humphrey. Ah, wo bin ich? Ich war so seekrank, dass ich in Ohnmacht gefallen sein muss. Ah, und jetzt sehe ich dich. Das bedeutet wohl, dass ich in der Hölle gelandet bin. Das ist Punica. Also bin ich gestorben und in die Hölle gekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mein Schicksal akzeptiere und... Was? Punica? Juhu, ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Inselparadies, dem Land der Frauen. Also doch Frauen. Wie können die dann über er reden? Haha, seht alle her. Ich bin endlich hier. Ergötzt euch an dem schönsten Mann, den ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Nee, ist klar. Er muss den Verstand verloren haben. Ich glaube, er ist nicht ganz bei Verstand. Wovon redet er da? Nur zu, seid nicht schüchtern. Mit mir kannst du reden. Kennst du ihn? Offenbar hat er sich nach Punica geschmuggelt. Wenn ihr euch kennt, müssen wir auch über dich Ermittlungen anstellen, Geriane. Wir müssen sicherstellen, dass du ihm nicht geholfen hast. Ich weiß nicht, wer er ist. Tatsächlich? Was für eine Erleichterung. Ich freue mich, dass wir klären konnten, dass du nichts mit ihm zu schaffen hast. Na, das waren einfache Ermittlungen. Nun, dann nehmen wir ihn besser mit. Wir sehen uns später. Viel Spaß auf dem Festival. So, hat er es auch hierhin geschafft? Gute Ware. Los, such dir was aus. Der Mann in der Kiste. Willkommen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ganz viele Tiere. Mit dem Fuchs machen wir jetzt eine Beziehung auf. Was? Okay, erstmal kriegen wir ein paar Silberstücke.
Möchte sie das Spielen in Ordnung? Kann ich mitsingen? Der Fuchs kann also reden. Das Lied erinnert mich an unsere erste Begegnung. Grüße, willst du mir etwas zeigen? Na dann zeig mal. Sehr schön, das geht auch schon mal richtig gut hoch da oben. Bremer Chor. Der Bremer Chor. Bremer Stadtmusikanten, ist klar. Wir sind auf einmal sehr populär geworden. Die meisten Zweibeiner haben noch nie eine Gruppe wie uns singen sehen. Also war es eine große Sache. Jetzt wollen alle, dass wir auftreten. Es ist irgendwie anstrengend. Wir tun unser Bestes, um alle Anfragen anzunehmen, aber es sind einfach so viele. Boah, es ist gruselig. Die Warteliste ist wirklich lang. Trotzdem ist es eine Chance, mir wirklich das Herz aus dem Leib zu singen. So, und damit kriegen wir auch eine Karte von Sappiano und 100 Gold. Dreimal 300 Gold. Sehr nett. So, und Sappiano. Panda Puppi. Nee. Für den Fuchs habe ich kein bestimmtes. Doch hier, Sappiano der Fuchs. Brauchen wir 350 Charisma für. Haben wir noch lange nicht. Also, für den haben wir noch nichts Richtiges zum Schenken. Ja, und das ist das Backenhörnchen. Eieiei, wo sind wir denn hier gelandet? So, wieder Silber. Du möchtest mir etwas vorspielen? Ja, aber das habe ich noch nicht. Da muss ich mich drum kümmern noch bei Liebeheim. Werden wir auch demnächst mal wieder auf Inseln fahren. Und schüchtern. Das geht aber. Immerhin. Und damit haben wir ihn schon auf Neutralstufe 2. Bringt aber nichts. Ja. Wir müssen weitermachen. Er möchte die Spieldose, aber auch hier brauchen wir 350 Charisma für. So. Okay, wenigstens ein bisschen erhöht hier die beiden. Ich hab nur gute Ware. Insgesamt gibt es 8 Beziehungsleute hier auf der Insel. Das ist also richtig viel. Aber wir haben auch die 40% geknackt und können daher ein Meisterstück. Zack. Eintauschen. Ja, mal wieder ein Sammelitem eingetauscht. Und das bedeutet, wenn wir uns das angucken. Moment. Da. Ja, also ihr seht, die Bilder fügen sich langsam zusammen. Und wir sind bei Bild 20. Wir kriegen 3000 Gold. Wenn ich hier zack auf die Insel fahre. Ja, also hier auf die, ne? Das ist diese Sonnenblumeninsel. Wenn ich da tauschen gehe, dann habe ich 3000 Gold. Ich müsste nur hinfahren. Ja, bin leider im Moment zu faul dafür. Aber werden wir demnächst auch mal machen. Leilei. Habe ich schon in meiner Festung, sagt Opa Rainer. Ja, okay. Das Feuerwerkzeug muss ich mal mit der Flamme im Herzen bequatschen gehen. Die Musik ist echt gut. Das ist nicht Capricosso, sondern Antiamo. Verstanden? Puh, wir machen eine kurze Pause. Ein fehlender Spieler sollte die Probe nicht dermaßen aus dem Ruder laufen lassen. Hm. Bist du nicht Gariane? Das heißt, du könntest dein Instrument ziemlich gut spielen. Würdest dir etwas ausmachen, mit uns zu musizieren? Du musst nur dabei helfen, als Ensemble aufzutreten. Okay. Spiel ein Instrument innerhalb des Zeitlimits. Okay. Mach dir keine Sorgen und spiele einfach, wie du magst. Motte. Yo. Das gefällt mir gut. Legato wie Seide hier. Baikamel, perfekt. Das war ein Schwarm eleganter Kamkuri, die harmonisch im Wald gesungen haben. Absolute Perfektion.
Ich würde das gerne wieder mit dir machen. Dank dir werden wir auf dem Festival sicher einen sicheren Auftritt hinlegen. Was für eine unnötige Mini-Quest, oder? Was war das denn jetzt für eine Quest? Ich schaue fünfmal auf das Instrument und Ende Gelände. Ach nee, wie crazy. Oh, 2,5 Stunden sind gleich schon vorbei. Was für ein Stream. Boah, ich bin gerade erst eingeloggt und habe ein bisschen Dungeons gelaufen und schon ist die Zeit vorbei, Leute. Was geht ab? Wow, vielen, vielen Dank. Oh, sieh mal einer an. Da ist ja nicht nur einer. Es muss wohl einen für mich und einen für Gariane gehabt haben. Also diese Feuerwerksding, aber eigentlich hat er gar keinen. Hier, nimm einen. Ich hoffe, dir gefällt er auch. So, der Plan für Feuerwerksapparat. Da hat er noch 2 gehabt. Sehr gut, jetzt können wir also in der Feste Feuerwerksapparat bauen. Wir haben die Karte von Sappiano. Wir haben 14.000 Silber. Wir haben nochmal 300 Gold gemacht. Wir haben nochmal 20.000 Silber. Und damit haben wir erstmal ziemlich viel heute geschafft. Ja, wir haben trotzdem noch 2 Dungeons, 2 Quests hier offen. Wir haben noch keine Tagesquest gemacht. Eieiei. Da können wir eigentlich nicht bringen. Wir brauchen noch ein paar Gold. Ich muss eigentlich nur ein paar Tagesquests machen, Leute. Doch, wir müssen Schluss machen. Da müssen wir morgen mal 6, 12, 18 müssen wir mal 3 Charakter durchquesten lassen. Damit ich wenigstens hier auf die 45 noch bis Mittwoch komme. Montag, Dienstag. Boah, das wird eng. Pass auf, dass du die Matriarchin nicht störst. Ah. Ja gut, haben wir leider ein bisschen zu wenig gequestet die letzten Tage. Egal. So, obwohl... Hier, sie kann ja auch ein paar Tagesquests auf Zuruf machen. Nämlich die von der Segelreise und so. Die muss ich irgendwann mal einmal machen, die X301. Da kann ich die immer so erledigen. Moment, wo ist denn... Tutopia, genau. Die muss ich noch mal ein paar Mal abschließen. Ich habe ja zum Glück noch hier diese. So, eine. So. Roendel könnte doch noch mal Paladin machen. Jorn könnte... Ja, komm, ich mach die jetzt einfach mal so. Ne, das war nix. So. Eigentlich würde ich die machen, die ein bisschen nerviger sind, nämlich an irgendwelchen Küsten oder so. Manche kann man ja auch per Sofortreise machen. Porikon haben wir schon noch nicht. So, wo es hingehört. Zashaya kann der andere machen. Toto Silberinsel ist fertig. Die ist fertig. Da ist noch nicht der Ruf fertig. Habe ich noch nie gemacht. Ist fertig. Ja, hier Peto, komm. So, nächste Rufstufe auch erreicht. Gibt dann natürlich auch wieder mehr Punkte. Ja, dann haben wir ihre 3 Quests doch jetzt noch schnell erledigt. Bevor wir ausloggen. Ich muss nämlich auch noch ins Haus, in die Festung. Und irgendwann muss man auch mal ins Bett. So, ich werde die Führungspersönlichkeit werden, zu der ich bestimmt bin. Ich schaffe das. Um Beziehung freizuschalten, müssen wir noch eine andere Quest abschließen. Aber hier, mit ihr hier, mit Taria, da können wir schon... Beziehung machen, wenn wir das Klagelied hätten. Aber wenigstens kann ich sagen, Lei Lei. Diesen Tanz haben wir schon. Wenigstens ein bisschen Beziehung aufbauen schon mal heute Abend hier. Punika haben wir noch so viel zu tun. Eieiei. Wir müssen uns jetzt eigentlich von Abenteuerfoliant zu Abenteuerfoliant weiterkämpfen. Über deine Beziehung zu Nia. Laila, gefällt dir das Festival? Ich habe mich um Nia gekümmert, seit ich klein bin. Ich jage ihr den ganzen Tag hinterher, aber Nia braucht mich wirklich. Sie wacht niemals zeitig auf und hat schlechte Laune, wenn sie endlich wach wird.
Sie ist toll, aber sie macht einfach eine Menge Arbeit. Okay. So, ansonsten, auch ihr kann ich nichts in die Hände drücken, weil auch ihr Item ist leider für 350. Ja, Liebe, keine Ahnung, Mut, keine Ahnung, was das ist. Egal, wir haben auf jeden Fall noch nicht 350. Und dann gehst du jetzt noch schnell in die Festung. Auch für die Festung müssen wir hier noch Spezialtechnologie machen. Zur Burg Wern. Ja, also da haben wir auch noch eine Quest offen. Haben noch ganz viele Quests jetzt offen, bevor wir dann irgendwann nach Südwern ins letzte Gebiet können. Auf den letzten Kontinent. Mit 1340 Item Level. Das machen wir alles in Ruhe, wenn wir morgen im nächsten Chaos Dungeon landen und die Lila Items da rausholen. So. Ihr seid zurück. Ich habe euch erwartet. Warum guckst du mich so an? Wir haben auch gute Waren. So, übrigens morgen gibt's wieder in der Regel, wenn alles gut geht, den Elder Scrolls Streams um 20 Uhr circa, vielleicht aber auch ein bisschen später, kommt immer darauf an, wie es gerade klappt mit der Zeit. Also da morgen wieder einschalten, wenn ihr Elder Scrolls Online sehen wollt. Am Donnerstag gibt es wieder den WoW-Stream. Zwischendurch immer wieder Lost Ark. Da gehe ich nicht von weg im Moment von Lost Ark. Da bleibe ich immer dran. Und ansonsten gucken wir mal, was sonst noch so für Spiele auf uns warten. So, und jetzt seht ihr, oh mein Gott, ja, wir haben Herstellungsmethoden freigeschaltet. Die Festung ist jetzt Stufe 51 Grad geworden. Aber jetzt haben wir 1302 erreicht. Und darum können wir jetzt ganz viele Sachen machen. Kauf einer Kaffeemaschine. Yippie! Herstellungskosten minus 1%. So, darum haben wir auch die Alltagsquest hier fertig. Aber jetzt geht's los. Ne? Also jetzt Meisterwerk. Knackige Meistergrillspieße für 6 Gold kann ich dir erforschen. Und das heißt... erforschen wir. Na, dann können wir aber auch die Kochauswahltruhe für 6 Gold machen. Ja, und das erforschen wir natürlich auch. Oder wir könnten hier unten für Verstärkung notwendige EP machen. Für Gegenstand Stufe 802. Und das machen wir natürlich auch. Kostet aber 494, ist was teuer noch, ne? Ja, aber ihr seht, da kommt noch einiges mehr. Hier Ressourcenerweiterung, da brauchen wir wieder Gold für. Bauernhofressourcen, Kaderhilfe, ja, das war also auch hier. Kaufe Magiepulver von der Gesellschaft für Magie von Jorn. Ne, das ist also alles jetzt was an höheres Aufwertungsmaterial. Das muss man alles machen, seit man 1302 ist von Item Level. Vorher konnte ich das nicht machen. Also alles ganz frisch. So, und das war es jetzt auch mit den Gegenstand Stufe 2 Raids. Jetzt können wir also auch bei der Expedition hier anfangen, die Leute auf höhere Sachen zu schicken. Ja, weil jetzt ist der Punkt erreicht. Jetzt seht ihr hier Punica Stern. Ja, ab jetzt laufen meine Leute auch Gegenstand Stufe 3 Chaos Dungeons. Wenn ich nicht schon gelaufen wäre. Ja, das ist natürlich das Problem. Ich bin schon gelaufen. Ja, von daher. Aber der Raid hat nicht funktioniert. Ja, also den Alba Hastig Raid hier, den können die ruhig nochmal machen. Ja, und der davor kommt, der Levanos Raid, könnt ihr auch nochmal gerne machen. Warum? Weil es da Karten gibt von dem jeweiligen Raid-Boss. Ja, nicht mehr für die Items, da bin ich jetzt dran vorbei, aber für die Karten von dem zum Beispiel. Normalerweise schicke ich natürlich jetzt alle auf Raid-Stufe 3, ne? Aber ich habe halt Raid-Stufe 3 noch nicht freigeschaltet und Chaos Dungeon habe ich schon gelaufen. Also ihr merkt das Problem, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr freischalten und wenn wir es dann nicht laufen, das können dann die hier auf dem Schiff machen. So, und damit haben wir jetzt alle drei Schiffe gleich und... oh, ich drücke mal auf den falschen Knopf. So, Schiffe sind unterwegs.
Ressourcen sind abgebaut. Sehr gut. Anwesen ist immer hübsch. Alles freigeschaltet, außer die abgeschiedene Insel. Passt. In der Werkstatt hätten wir jetzt eine neue Sache bauen können. Machen wir aber jetzt gerade nicht. Und hier, ne, kriegen wir immer dieses Pulver, worüber die reden. Ne? Vielleicht brauchen wir das jetzt demnächst. Dieses Pulver, was wir dann irgendwo nutzen müssen, um zu craften. Aber was genau das bedeutet, sehen wir bald. Ihr könnt ja wieder einschalten hier immer abends, so ab 22, 23 Uhr gibt's bei mir Raids, gibt's bei mir Lost Ark. Ich bin da im Moment ziemlich energisch hinterher und vielleicht, ja, werden wir dann irgendwann mal zusammen, ne, ich verkauf's doch nicht, zusammen mal spielen oder ihr kommt in die Gilde oder wenn ihr Fragen habt, einfach mit mir quatschen. Ich kann euch auf jeden Fall ein bisschen was zu Lost Ark erzählen. Dann macht's mal gut. Schlaft schön, träumt schön. Wir raiden jetzt noch einen anderen Kanal, damit ihr noch ein paar Gari-Punkte mitnehmen könnt. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen bei Elder Scrolls Online. Gute Nacht euch allen. Bis dann. Ciao, ciao.